Hallo und herzlich willkommen zum Thema der Vereinswechsel im aktiven Bereich. Zum aktiven Bereich gehören die Herren, Frauen und auch der ältere Jahrgang der A-Junioren und B-Juniorinnen. Also auch diese Vereinswechsel unterliegen dem Vereinswechselrecht im aktiven Bereich. Im ersten Bereich oder im ersten Teil wollen wir euch die Grundsätze, die Besonderheiten, die es bei einem Vereinswechsel gibt, vorstellen. Und im zweiten Teil schauen wir dann ins DFB-Net, Pass Online, wie man dort die Spielberechtigung online beantragt. Viel Spaß dabei! Zur besseren Übersicht haben wir so ein Ablaufschema erstellt, wie welche Punkte bei einem Vereinswechsel zu beachten sind. Der erste Punkt ist immer die Abmeldung als aktiver Spieler beim bisherigen Verein. Und hier gilt das Abmeldedatum bis spätestens 30. Juni, wenn man einen Wechsel in der Wechselperiode 1 machen will, und bis 31.12., wenn man einen Wechsel in der Wechselperiode 2 machen will. Bis dahin muss man sich also beim alten Verein abgemeldet haben, um je nach Zustimmung oder Nichtzustimmung ein sofortiges Spielrecht beim neuen Verein erhalten zu können. Für die Abmeldung beim bisherigen Verein gibt es zwei Möglichkeiten, die schauen wir uns jetzt an. Die erste Möglichkeit der Abmeldung beim bisherigen Verein ist die schriftliche Abmeldung beim bisherigen Verein. Hier setzt man ein formloses Schreiben auf und schickt es per Einschreiben an eine offizielle Postanschrift, das ist zum Beispiel der Vorstand, der Abteilungsleiter oder im Jugendbereich der Jugendleiter. Also entweder formlos oder wir haben ein Muster, eine Musterabmeldung, die kann man auf unserer Homepage herunterladen. Wichtig ist, dieses Schreiben muss per Einschreiben an diese Anschrift geschickt werden, damit es offiziell ist. Das ist also, wie gesagt, die erste Möglichkeit, die schriftliche Abmeldung beim Verein. Und die zweite Möglichkeit ist die stellvertretende Online-Abmeldung durch den aufnehmenden Verein in DFB-Net Pass Online. Dies erfolgt gleichzeitig mit der Antragstellung auf den Vereinswechsel, also am gleichen Tag oder mit dem gleichen Vorgang, bei dem der neue Verein den Wechsel beantragt, wird der Spieler auch beim bisherigen Verein abgemeldet. Dazu muss der Spieler den neuen Verein auch beauftragen im Antragsformular durch Unterschrift. Und ja, wir empfehlen diese Art der Abmeldung, weil dadurch im DFB-Net der Tag der Abmeldung eindeutig festgestellt ist. Diese Möglichkeit geht momentan nur innerhalb des WEV-Gebiets, also wenn beide Vereine im WEV-Gebiet liegen. Und noch ein Hinweis zu dieser Abmeldemöglichkeit. Wenn die Vereinsmitgliedschaft auch gekündigt werden soll, dann muss das zusätzlich noch extra gemacht werden. Also die Vereinsmitgliedschaft wird mit der Online-Abmeldung nicht gekündigt. Was sind die Folgen einer Abmeldung? Die wichtigste Folge ist, dass ab diesem Tag die sogenannte 14-Tages-Frist für den abgebenden Verein beginnt. Also sobald man eine Abmeldung erhält, entweder schriftlich oder online durch den neuen Verein, hat man 14 Tage Zeit, den Spieler seinerseits online abzumelden. Ja, und dort, das ist unter anderem wichtig, wegen der Zustimmung oder Nichtzustimmung und wegen der Angabe des letzten Spiels. Dazu hat der abgebende Verein 14 Tage Zeit. Wenn diese Frist verstreicht, dann wird der Wechsel automatisch von uns mit Zustimmung durchgeführt. Also deshalb ist es wichtig, dass man Spieler möglichst zeitnah, spätestens innerhalb von 14 Tagen online bei sich dann auch abmeldet. Und wenn man eine Abmeldung erhält, dann erlischt die Spielberechtigung für den bisherigen Verein. Das sind die zwei Möglichkeiten der Abmeldung. Wichtig, nochmals vor dem 30.06. bzw. 31.12. Und der nächste Schritt im Ablaufschema eines Vereinswechsels sehen wir auf der nächsten Folie. Der nächste Schritt ist jetzt die Antragstellung auf Vereinswechsel durch den neuen Verein. Jetzt muss also der neue Verein den Antrag auf Vereinswechsel stellen.
Und das haben wir gerade vorher gehört, dass diese zwei Punkte gehen auch in einem Schritt. Und zwar, wenn eine online stellvertretende Online-Abmeldung gemacht wird. Wenn dies gemacht wird, und das haben wir auch vorher gehört, dann sollte der Antrag unbedingt vor dem 30.06. bzw. 31.12. gestellt werden, damit das späteste Abmeldedatum, damit die Frist dazu eingehalten wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bei stellvertretender Online-Abmeldung bitte die Anträge vor den jeweiligen Daten stellen. Wenn man die zweite Abmeldemöglichkeit wählt, sprich die schriftliche Abmeldung beim abgebenden Verein, dann sind die Wechselperioden zu beachten. Für einen Wechsel in der Wechselperiode 1 muss der Antrag bis spätestens 31.08. dann gestellt werden und für einen Wechsel in der Wechselperiode 2 bis spätestens 31.01. Das ist dann in diesem Fall zu beachten. Dann kommt der nächste Schritt. Bevor wir dann zur Spielrechtserteilung durch uns kommen können, ist es wichtig, hat der abgebende Verein dem Wechsel zugestimmt oder nicht. Das wird gemacht in der Online-Abmeldung, in DFB-Net Pass Online. Wie gesagt, dort gibt der abgebende Verein an, ob er zustimmt oder nicht zustimmt. Eine Nichtzustimmung kann durch Bezahlung eines festgelegten Entschädigungsbetrags ersetzt werden. Da kommen wir dann in der nächsten Folie dazu. Wenn das erfolgt, also wenn der festgelegte Betrag bezahlt wird, dann kann dann der neue Verein eine entsprechende Spielrechtsänderung aufgrund der nachträglichen Zustimmung ebenfalls online in DFB-Net Pass Online beantragen. Wichtig aber auch, das muss auch innerhalb der Wechselperiode erfolgen. Also, wenn dann das auch erteilt ist, die Zustimmung oder Nichtzustimmung, dann wird das Spielrecht, dann wird der Wechsel durchgeführt von uns und dann wird das Spielrecht entsprechend erteilt. Und wie das dann erteilt wird, da haben wir auch zwei schöne Übersichten für jede Wechselperiode erstellt. Die könnt ihr auf unserer Homepage herunterladen. Dort ist dann ersichtlich, je nachdem, wann war das Abmeldedatum, wann wurde der Antrag gestellt und hat der abgebende Verein zugestimmt oder nicht, wann wird das jeweilige Spielrecht erteilt. Wie gesagt, das haben wir in den Übersichten gut dargestellt, die auf der Homepage herunterzuladen sind. Kommen wir noch zu dem wichtigen Punkt im aktiven Bereich, die nachträgliche Zustimmung aufgrund der Bezahlung der Ausbildungsentschädigung. Wie bereits erwähnt, eine erteilte Nichtzustimmung kann innerhalb der Wechselperiode, das ist ganz wichtig, in eine nachträgliche Zustimmung umgewandelt werden durch Bezahlung dieses festgelegten Entschädigungsbetrag. Dazu haben wir eine Tabelle gemacht. Das ist jetzt hier nur ein Ausschnitt. Die komplette Tabelle findet ihr auch auf unserer Homepage zum Download. Dort ist dann festgelegt, je nachdem von welcher Spielklasse in welche Spielklasse der Spieler wechselt. Es gibt noch zwei Erhöhungstatbestände und einen Erniedrigungstatbestand. Das findet ihr alles schön auf dieser Übersicht der Entschädigungstabelle. Die gilt in der Wechselperiode 1. In der Wechselperiode 2 gilt diese Tabelle nicht. Also beim Wechsel im Winter sind die Ablösesummen, Entschädigungsbeträge frei verhandelbar. Das ist ganz wichtig. Und hier unten nochmals auch als wichtig, dass auch die nachträgliche Zustimmung, also wenn man sich geeinigt hat, dann im Nachgang die nachträgliche Zustimmung vom aufnehmenden Verein innerhalb der Wechselperiode beantragt sein muss. Also bis spätestens 31.08. bzw. 31.01. Andernfalls kann die nachträgliche Zustimmung nicht angewandt werden und es erfolgt keine Spielrechtsänderung. Okay, das waren jetzt die Grundsätze eines Vereinswechsels oder was zu beachten ist. Im zweiten Teil wollen wir jetzt ins DFB-Net Pass Online schauen und schauen uns dort an, wie man online den Vereinswechsel beantragt. Zur Online-Beantragung eines Vereinswechsels in Pass Online meldet man sich mit seiner personalisierten DFB-Net-Kennung in dfbnet.org an. Alle Anträge werden im Bereich Antragstellung beantragt und dann klickt man hier im Bereich auf den Vereinswechsel.
Die beste und einfachste Suche ist nach der Passnummer. Also wenn einem die Passnummer vorliegt, dann sucht man am besten mit der Passnummer. Da findet man eigentlich alle Spieler. Wenn die Passnummer nicht vorliegt, dann kann man der Name selbstverständlich oder Spieler selbstverständlich auch per Name suchen. Hier gibt es noch die Wichtigkeit oder die Besonderheit, man kann auch mit einem Platzhalter arbeiten, mit einem Sternchen. Das ist vor allem bei Namen oder bei Spielern mit Doppelnamen eine gute Möglichkeit, um vielleicht die auch herauszufinden. Wenn man die Passnummer nicht hat, dann muss man mit Name, Vorname und Geburtsdatum suchen. Dann findet man den Spieler auch, dann klickt man den hier an. So, und hier in dem Bereich, im rechten Bereich, sind dann die Angaben zur aktuellen Spielberechtigung. Man muss hier ein Adressfeld eingeben, die Adresse. Da machen wir jetzt als Beispiel nur diese fiktive Adresse. Wenn ihr einen Wechsel beantragt, müsst ihr hier selbstverständlich die richtige Adresse eingeben. So, und dann ist es wichtig, dieses Feld hier, Nachweis der Abmeldung. Da gibt es insgesamt 4 Auswahlmöglichkeiten. Die sind auch hier in diesem Informationsfeld gut beschrieben. 2 Möglichkeiten sind eigentlich zu vernachlässigen, und zwar die Rückseite des vorliegenden Passes und die Verlusterklärung liegt vor. Die Spielerpässe gibt es bei uns im Verband schon seit einigen Jahren nicht mehr und auch in benachbarten Verbänden werden diese immer mehr abgeschafft. Also für uns gelten eigentlich nur diese 2 Abmeldemöglichkeiten. Die haben wir vorher auch kennengelernt, und zwar wenn sich ein Spieler schriftlich bei seinem abgebenden Verein abgemeldet hat, dann wählen wir diese Möglichkeit aus. Per Post Einschreibebeleg liegt vor. Ja, und dann geben wir hier an, das Datum des Einschreibebelegs, das gilt als Tag der Abmeldung. Also das Datum, an dem das Einschreiben bei der Post aufgegeben wurde, die Abmeldung, das Datum wird hier eingetragen, dieser Tag. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, die stellvertretende Online-Abmeldung durch den aufnehmenden Verein, die wir empfehlen. Da klickt man dann das Feld an und dann sieht man hier, die Felder sind ausgegraut, man kann sie nicht mehr ändern. Als Tag der Abmeldung wird dieser Tag automatisch gewählt, an dem man den Antrag stellt. Und deshalb auch nochmals der Hinweis, dass man in diesem Fall den Antrag auf jeden Fall vor dem 30.06. bzw. vor dem 31.12. stellt. In diesem Fall, bei dieser Auswahlmöglichkeit, muss man nochmal explizit bestätigen, dass ein der Spieler dazu auch wirklich beauftragt hat, damit es der neue Verein auch machen darf, den Spieler online abmelden. Das muss man hier nochmal bestätigen. Ebenfalls muss man bestätigen, wie bei allen Online-Antragsarten, dass einem der Antrag, der unterschriebene Antrag auf Spielerlaubnis vom Spieler vorliegt und dieser muss dann 2 Jahre bei euch im Verein aufbewahrt werden. Das muss man auch bestätigen. Dann klickt man auf Weiter. In diesem Fall kommt jetzt eine Meldung wegen der nicht gefundenen Adresse. Die klickt man weg. Und dann sieht man die Angaben nochmals zur Übersicht, zur Kontrolle, kann sie nochmal anschauen, ob alles passt, was man angegeben hat. Und wenn alles passt, dann klickt man einfach hier auf Absenden und dadurch wird dann der Antrag offiziell gestellt und wir bearbeiten ihn dann entsprechend weiter und erteilen danach das Spielrecht. Das war schon die Online-Beantragung. Wenn hier Fragen sind, allgemeiner Art, auch zum Vereinswechsel, dürft ihr euch wie immer und gewohnt gerne an uns wenden.